Fast die Hälfte. Meine Güte, bist du stark. Dankeschön. Voll lieb von dir. Hallo. Sieh mal, wie virtuos ich mit den Bällen jongliere. Schau ich mir mal an. Wow. Ich bin beeindruckt. Oh, süß. Ein Level 2 Voltoball. Das gibt einen Sondersensor. Ein One-Hit. Nice. Good job, Togepi. Als nächstes kommt der Voltoball. Wenn wir weiter kämpfen. Dieser Voltoball ist schon Level 6. Wie der Sondersensor. Oh, macht einen Ladevorgang. Er lädt sich auf. Und steigt somit die Spezialverteidigung. Nicht schlecht. Könnte helfen. Hat es leider nicht. Tut mir leid. Warte mal, wurde besiegt. Wow. Für Level 6 war es aber ganz schön viele Erfahrungspunkte. Sehr nice. Jetzt Level 14. Und dann machen wir einen Gena. Ultraschall macht hier immer 20? Ja. Nicht gut. Nicht gut. Dann sollten wir das Pokémon wechseln. Zu Schocker. Tackle für den Voltoball. Und dann schläft es auch schon ein. Und wir köpfen es weg mit der Kopfnuss. Das ist ziemlich witzig, weil es ein Ball ist. Das ist mir im Moment gar nicht aufgefallen. Voltoball wart auf, Ultraschall. Badabam, 20 HP weg. Kopfnuss, badabam, Volltreffer. Statik heißt das, nicht Stasis. Statik. Voltoball besiegt, Togepi erreicht Level 16. Sehr nice. Und als nächstes kommt Voltoball. Wir kämpfen weiter. Ein Level 10, das könnte ein One-Köpfer werden. Das war nicht witzig. Tut mir leid. Boah, noch zwei Köpfer. Zwei Kopfnüsse. Um das Voltoball zu besiegen. Es ist besiegt und wir erreichen bald Level 17. Puh, das war ein Schlag. Ich hatte noch nie einen so starken Gegner wie dich. Was? Du warst das? Du hast die Flatman gerettet? Wow, na kein Wunder, dass ich dich nicht besiegen konnte. Wirst du mir deine Nummer geben? Ich möchte über alles, was dir widerfährt, informiert sein. Jo. Die Nummer wurde im Pokémon registriert. Oh, wow, danke. Jetzt kann ich dich jederzeit anrufen. Egal, ob das wichtig oder nur zum Plaudern. Ja. Würde mich freuen, würde mich freuen. Vielleicht gehe ich auch nicht ran. Nein, so gemeint bin ich. Wir gehen an jedes Telefonat ran. Vielleicht. Vielleicht. Erstmal heulen. Ja, bitte heile meine Pokémon. Vielen, vielen Dank. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Komm bald wieder. Oh, weiter geht's. Besiegen wir noch. Ich glaube, da ist noch ein Pokémon-Trainer auf der Route. Und dann kommen wir wahrscheinlich nicht weiter wegen Mogelbaum. Upsala. Ein bisschen schwierig können wir Fahrt fahren. Ein bisschen getrunken. Ich übe mich im Feuerspucken. Oh, bitte spuck mir nicht ins Gesicht damit. Eine Herausforderung von Feuerspucker Wolf. Magma wird von Feuerspucker Wolf in den Kampf geschickt. Wir schicken Togepi in den Kampf. Setzen Gena ein. Bekommt aber erstmal eine Glut ab. Und dann machen wir Metronom. Schau mal, welche Takte wir da bekommen. Einsetzen.
Groll. Wow, okay. Gar nicht schlecht. Nützt uns nur nicht so viel. Machen wir erstmal Sondersensor nochmal. Schauen wir mal, wie viel Damage ein Sondersensor macht. Ja, machen wir doch noch was Metronom. Rauchwolke. Das ist nicht nett. Die Sicht nehmen ist nicht nett. Kometenhieb. Schade. Verteidigung sinkt. Setzen nochmal Metronom ein. Und Bauchtrommel. Hier ist das nicht so. Okay. Bauchtrommel mag ich jetzt nicht unbedingt gerne. Ich heile dafür jetzt aber auch nicht. Wir wechseln auf Kauz. Und Magma nimmt auch mit der Rauchwolke Kauz die Sicht. Aber wir setzen einfach Akkuknarre rein, dass wir treffen. Und One-Shot. Sogar mit dem Volltreffer. Da ist das Magma besiegt. Wir erhalten 196 Erfahrungspunkte und da kommt noch ein Magma. Wir behalten Kaut 2. Setzen noch eine Aquaknarre rein. Das Magma ist sogar Level 16. Gar nicht schlecht. Nice. Silberblick. Verteidigung sinkt. Aquaknarre. Sehr effektiv und Magma ist besiegt. 571 Erfahrungspunkte, very nice. Und wir besiegen Feuerspucker Wolf. Willst du mit einem alten Feuerspucker wie mir Telefonnummern tauschen? Na Sigi, die Nummer wurde. Wenn ich telefoniere, höre ich ausnahmsweise auf mit Feuerspucken. Okay. Deine Pokémon sehen ziemlich stark aus, mit denen bist du überall sicher. Denke, Herr Wachmann. Nationalpark ist hier. Coole Musik. Hat was. Gibt es auch noch ein paar, Gegner. Und hier rechts. Dort ist das. Wir können den Trainer besiegen und dann ist rechts das Morgenbaum sein. Mal sehen, ob ich deine Gedanken erraten kann. Ah, er rät und liest nicht. Okay. Psycho Jack. Abra, wir setzen Sühnen ein. Los, Sühnen. Abra setzt Blitz ein. Die Neuigkeit von Sinnen sinkt und wir setzen die gute Schnabelattacke ein. Ah, nice, Hälfte geht daneben. Nein, Teleport schlägt fehl. Und 12 Erfahrungspunkte für uns, sehr gut. Kommt ein Kadabra. Dabei halten wir Sinne natürlich bei und machen nochmal Schnabel. Psykraft. Spielt mit den Löffel rum. Und hebt somit Spezialangriff. Und senkt meine Genauigkeit auch. Uiuiui. Nochmal Lex. Wir bleiben bei Schnabel. Okay. Machen wir Aufruhr? Ja, wir bleiben erstmal noch bei Schnabel. Konzussion macht ein bisschen Damage. Geht daneben und tausche ich mein Pokémon zu Kauz. Die sichere Seite. Kauzi Mauzi schafft das. Konfusion macht Kauz nicht ganz so viel Damage. Setzen wir Eiszahn ein. Das macht Damage. Ein Volltreffer. Ja, macht auch ganz schön Damage tatsächlich.
das Kadaver hier. Aber nun ist es besiegt. Und Zynen Kautz erhalten beide 247 Erfahrungspunkte. Und da kommt noch ein Abra. Den beißen wir. Und damit ist es am Boden zerstört. Und Kautz erreicht Level 23. Very nice. Damit können wir Bianca wahrscheinlich sogar schon besiegen. Bin ich mir relativ sicher. Wir sehen. Da brauchen wir das Schneider. Haben wir theoretisch auch. Genau. Und dieses Mogelbaum. So. Ich werde mal. Ich werde jetzt nochmal heilen fahren. Huch, ich dachte, ich bin ins Gras gefahren. Und dann versuchen wir uns nochmal gegen Bianca. Kaufen wir uns natürlich super Tränke. Die dürfen wir auf jeden Fall nicht vergessen. Wir brauchen jede Menge super Tränke. Weil wir noch nicht ganz so viel Geld gemacht haben in den paar Kämpfen hier. Aber wenn man mir jetzt zwei kaufen kann, sollte das eigentlich gehen. Haben zwei Level erreicht mit Kautz. Und der andere Pokémon auch alle im Level gestiegen. Wenn auch nicht deutlich viel mehr. Aber alleine Gainer von Togepi wird schon was reißen. Der Radladen ruft an. Hallo, ich bin's vom Fahrradladen. Unsere Fahrradverkäufe brechen alle Rekorde. Das verdanken wir nur dir, weil du mit unserem Fahrrad herumgefahren bist. Als Dankeschön darfst du das Fahrrad behalten. Herzlichen Dank. Freundlich, vielen Dank. Danke, danke. Und dabei hatten wir einfach nur Spaß beim Fahrradfahren. Voll süß. Chip, chip. Rolltreppe hoch. Super Tränke kaufen. 4 Stück können wir kaufen. Da haben wir doch mehr Geld gemacht, als ich gedacht habe. Und damit sollten wir eigentlich gut genug ausgestattet sein, um Bianca zu besiegen. Ich werde es versuchen. Und ich denke, danach ist dann auch, also danach können wir auf jeden Fall Mogelbaum fangen. Den wir wahrscheinlich auch ins Team aufnehmen werden. Ich glaube schon. Warum eigentlich nicht? Mogelbaum ist eigentlich ein ziemlich cooles Pokémon. Ach ja, hier kommen wir ja nicht durch. Hier müssen wir durchlaufen. Nee. Nicht. Bin verwirrt. Hey. Kommen wir denn nicht durch? Entschuldigung. Ach, von da. Oh Gott. Das ist ja auch ein Tor. Sorry. My bad. So. Tauschen wir direkt Kautz nach vorne. Wohl, oder? Wir können auch Schocker als erstes kämpfen lassen gegen das Pipi. Und dann, wenn das Pipi kaputt ist, dann setzen wir Togepi ein. Machen Gena, wechseln rüber zu Kautz und hoffen, dass wir schön viel Damage machen mit Kautz, während er schläft. Mal schauen, wie gut es geht. Ich bin gespannt. Erstmal köpfen wir das Pipi. Mimikry kann als auch Kopfnuss einsetzen. Ist mir recht, darf es ruhig.
verliegen wir uns mit Pipi. Sind auch Stafan, Liebe. Da kommt ein Metronom. Ruheort, okay. Ich mache jetzt mal einen Donnerschock. Vielleicht können wir sie ja paralysieren. Wie gesagt, stärke ein mit Metronom. Jetzt ist es paralysiert, sehr schön. Wegen Statik. Wir haben uns immer noch in dieses... Krass. Okay, Schocker schafft das Pipi noch nicht mal, weil es einfach nicht angreift. Aber gut, dann den Rest machen wir jetzt mit Kauz. Jo, Eiszahn. Ich glaube, Eiszahn ist die stärkste Attacke. Kopfnuss. 7 KP ist in Ordnung. Und das sei der Eiszahn müsste das Pipi besiegen. Yes. So, jetzt haben wir das Miltank. Und dann wechseln wir auf. Togepi. Wie gesagt, wir setzen direkt Gainer ein. Moment, das ist mein letztes, aber ich werde nicht verlieren, klar. Stampfer. Hauptsache Togepi überlebt. Belebt sogar. Mehr als Hälfte. Dann gehen wir zurück zu Kauz. Und versuchen hier mit Eiszahn. Jetzt muss ich glaube ich noch erstmal Felsgräber. Das ist halt eine Prunusbeere. Okay, dann müssen wir mal gleich tauschen. Das war ein Volltreffer. Okay, dann bleiben wir im Eiszahn. Ich hoffe, dass wir es einfrieren. Schade. Und da kommt direkt die Anziehung. Oh nein, das darf nicht wahr sein. Was hat er in Milton verliebt? Wir sind starr verliebt. Denken wir auf Milchgetränk, habe ich erwartet. Wieder fast for life. Wir sind starr verliebt. Okay, ich heile kurz. Dann wechsle ich rüber zu Togepi. Einmal um der Anziehung zu entkommen, zu entfliehen. Und um nochmal Gainer einzusetzen. Weil das Mittel mit Anfang. Das hat wahrscheinlich gar keinen Nutzen, das Gainer einzusetzen. Aber ich möchte auch keinen Supertank verschwenden dafür jetzt. Dann versuchen wir mit Zynen das Mülltank einmal zum Einschlafen zu bringen, mit Hypnose. Yes! Sehr nice. Dann gehen wir zu Kauz wechseln. Und hoffentlich jetzt schön viel Damage anrichten mit Eiszahn. Aber so viel Damage macht Eiszahn aber auch nicht. Macht das ein bisschen mehr Damage? Wahrscheinlich nicht. Oh doch, ah ne, so ein Volltreffer, okay. Aber ist in Ordnung. Noch schläft es. Aufgewacht, Milch getränkt. Aber es ist jetzt nicht mehr fast for life. Das ist schon ziemlich viel wert. Anziehung, okay.
Wir bleiben jetzt so bis. Wahrscheinlich müssen wir so lange kämpfen, bis Milchgetränk keine AP mehr hat. Oder ich keine Supertränke mehr. Die Anziehung ist schon echt schwierig. So, wir müssen auf jeden Fall noch einen Supertrank einsetzen jetzt. Wir können noch zweimal vertauschen. Ich glaube, ich wechsle jetzt einmal zu Radfratz, damit die Anziehung mal weg ist. Wird wahrscheinlich direkt drauf gehen, das gute Radfratzchen. Okay, jetzt welche Tränke rein, auch nicht schlecht. Machen wir es full life? Oder nehmen wir es Sühnen? Ah, ich glaube, Sühnen zu heilen. Da, wir machen ihn wieder full life, besser ist es. Da kommt ein Walzer. So, mitsehen, das war der erste Walzer. Ich hoffe, wer eine Walzer macht, kann dann keine Milchgetränke einsetzen. Und wenn ich 2-3 Volltreffer lande, haben wir den Kampf für uns entschieden. Das war der zweite Walzer. Vom fünften muss er auf jeden Fall wechseln. Und der dritte. Hier daneben, okay. Jetzt kommt Milchgetränk. Definitiv. Aber wenn es so ungefähr weitergeht. Guter Volltreffer. Schade zum Anziehung. Komm. Komm, Kauz. Ich glaub an dich. Nice. Wenn du den Volltreffer über den einfrierst, bis man hält. Schade. Schade, schade. Ziemlich close. Aber ich glaube, diesmal schaffen wir es auf jeden Fall. Wir brauchen halt einmal einen Froze. Also, dass wir in 1 bis 2 Runden einfrieren. Viel mehr brauchen wir gar nicht. Jetzt sind wir fast full life. Aber auch die Milchgetränke haben nur 10 AP, weil ich das weiß. Und das müsste schon der 6.7. gewesen sein. Ich werde jetzt erstmal nur noch Aquaknarre einsetzen, um AP von Eiszahn zu sparen. Wir sind sowieso stark, Liebe. Also. So, jetzt müssen wir erstmal heilen. Da haben wir auch nur noch einen Supertrank über. Böse Volltreffer hier. Haben schon seit sehr vielen Runden nicht mehr angegriffen. Aquaknarre macht viel Damage. Was? Ich habe nicht erwartet, dass Aquaknarre so viel Damage macht. Cool. Damit wir auch einen Wasser, also Wassertacken Boni, ne? Durch Kauz.
Fähigkeit. Wir haben gerade die letzte. Wie heißt es? Den letzten Supertrank eingesetzt. Das ist natürlich nicht ganz so gut. Und er müsste jetzt eigentlich auch fast keine Milchgetränke mehr haben. Ah, ich muss das Pokémon wechseln. Ja, das nutzt nichts. Und noch nicht. Erst beim dritten Walzer. Aber die ersten beiden machen nicht so viel Damage. Ja, jetzt wechsle ich einmal zu Zynim. Damit jetzt einmal der Ball hier, der die Anziehung aufgehoben wurde. Das letzte Mal. Und dann Aquaknarre. Go, go. Das wird knapp, das wird knapp. Das wird ein sehr, sehr knapper Fight wieder. Okay. Mit 30 Damage habe ich nicht gerechnet. Krass. Krass, krass. Na gut. Schade, schade. Ich hätte gedacht, das könnte jetzt was werden. War ja auch relativ knapp. Aber wir haben wieder 5 Supertränke quasi weggeworfen. Ach, hier ging ja nicht weiter. Also Leute, wir müssen unseren guten Chaos einfach ein bisschen hochleveln. Wir gehen erstmal in den Nationalpark, leveln ein bisschen. So bis 25, 26 ungefähr. Und dann sollte das gehen. Zack. Willkommen im Nationalpark. Hallo du. Mein süßes Pokémon ist das entzückendste von allen. Sieh dir an, wie stolz es mich macht. Sehr, sehr gerne. Zeig mal. Eine Herausforderung von Pokéfan Irmgard. Ein Snubbel Level 16. Das bringt auch schön viele Erfahrungspunkte. Biss. Ein Falltreffer. Sehr gut, Kautz. Wir besiegen Irmgard. Ich bekenne. 1000. Nice. Ja, ist ein Supertrank. Sehr schön. Na klar. Das wird garantiert lustig, wenn wir plaudern. Da, du, der eben gerade. Ein wildes Pokémon. Mal gucken, was uns da erwartet. Ein Kukuna. Level 10. Beißen wir mal rein in die Schale des Kokunas. Gucken, ob sich das lohnt hier. Ja, eher weniger. Na, wen haben wir denn da? Guten Tag, ich bin Kämmerer aus Brickbeard. Du bist jung und fotogen. Wie wär's mit einem Innenfoto? Ich kenne ja ganz schön viele Kameramänner hier. Crazy. Du möchtest auch nicht kämpfen? Schade. Aber er möchte kämpfen. Siehst du? Hornio Level 10. Flucht. Geh nach oben. Nach oben. Gen Norden. Oh. Pokémon sind ein Fass ohne Boden. Es gibt auch viel, was wir nicht wissen, aber ich weiß immer noch über. Aber ich weiß immer noch mehr über sie als du. Das klar ist. Okay. Eine Herausforderung von Schulkind Julius. My Rappler wird von Schulkind Julius in den Kampf geschickt. Wir schicken Kauzi Mauzi. Warum Kauzi Mauzi?
Felsgrab besiegt es so gut wie. Hier kommt eine Säure. Das macht nicht so viel. Felsgrab geht daneben. Dann setzen wir mal Biss ein. Ein bisschen vegetarisch ernähren. Tut dir ganz gut, Chaos. Für den Stoffwechsel und so. Volleyball. Den beißen wir auch einfach. Zweimal. Und da haben wir den Kampf auch gewonnen. Sehr nice. Chaoszeit 33 Erfahrungspunkte. Und wir besiegen das Schulkind. Was? Wissen ist nicht alles. Wissen ist zur Macht, aber nicht alles. Pokémon registriert. Ich rufe dich an, sobald ich etwas Interessantes höre. Ei, ei. So, da ist die nächste Trainerin.